Genau, und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Germania Magna Podcast. Ja, heute möchten wir mal wieder einen Blick in die mittelalterliche und damit deutsche Geschichte werfen und das mal so ein bisschen mit einem meiner anderen Lieblingsthemen verbinden, nämlich der Geopolitik. Wir wollen nämlich einen Blick darauf werfen, wie diese, also die Geopolitik, in historischen Epochen, in diesem Fall dem Mittelalter, aussehen konnte. Und das werden wir uns an einem konkreten Beispiel aus der deutschen Geschichte anschauen, das vielleicht so für diese spätmittelalterliche Epoche sogar schon eines der besten Beispiele dafür sein konnte, wie eine halbwegs gelungene Geopolitik funktionieren konnte und dementsprechend vielleicht auch eine gewisse Präzedenz hat. Und nichtsdestotrotz und auch völlig unabhängig davon ein sehr interessantes Stück Geschichte ist. Nun wollen wir aber erstmal den Rahmen von dem hier festlegen und uns vor Augen führen, worüber wir hier überhaupt sprechen, welche Epoche und welchen Staat wir hier sozusagen im Fokus setzen. Und das ist nämlich der Deutschordensstaat, welcher im historischen Baltikum, nämlich ja, im Grunde vom Hochmittelalter bis ins Spätmittelalter existiert hat und auch über die Jahrhunderte die Landschaft, das heutige Estland, Lettland, Litauen und vor allem auch die ehemaligen preußischen Gebiete, Ostpreußen, Westpreußen, sehr maßgeblich geprägt hat. Und wie das schon angeklungen ist, hat es sich bei diesem Staat also um einen Ordensstaat gehandelt. Das Baltikum, das war für Jahrhunderte noch das letzte heidnische Gebiet, das es in Europa gegeben hat, währenddem im Osten schon die orthodoxe Kirche das Christentum nach orthodoxer Art und Weise verbreitet hatte, im Westen das römisch-katholische Christentum verbreitet worden war, gab es im Baltikum und ja im weiteren Sinne auch den östlichen Skandinavien noch sehr lange Zeit so eine Lücke, wo Naturreligionen vorgeherrscht haben und eben um diese Gebiete zu bekehren zum einen und einen eigenen Staat zu errichten, denn das war ein zentrales Anliegen der Ordensritter, zum anderen sind dann die Deutschordensritter so rum, ich glaube im frühen 13. oder späten 12. Jahrhundert in diese Region gerufen worden, ursprünglich durch den Herzog von Masowien, Konrad von Masowien war das, der nämlich so seine Probleme hatte mit diesen prußischen Heiden, die damals im heutigen Ostpreußen gelebt haben und haben dann eben dieses Gebiet zum einen erobert, zum anderen christianisiert, aber dort dann eben auch ihren Staat errichtet. Und dieser Staat, eben dadurch, dass es ein Ritterstaat war, also ein Ordensstaat, hatte natürlich eine relativ starke militärische Prägung und dementsprechend hat er sich dann auch verfestigt und über die Jahrhunderte entwickelt. Und im Zuge von dessen, was man die deutsche Ostsiedlung nennen würde, ist es dann auch dazu gekommen, dass sich deutsche Siedler in all diese Regionen verbreitet haben und beispielsweise während dem Ostpreußen relativ dicht besiedelt wurde, zum Beispiel die Städte im Baltikum auch mehr oder weniger überwiegend von deutschen und skandinavischen Händlern gegründet und besiedelt wurden. Und dieser historische Ordensstaat, welcher also existiert hat, hat dementsprechend, dass wir die geografische Lage beschrieben haben, natürlich eine gewisse Relevanz gehabt. Denn wie wir das alle wissen, die Ostsee, die war nicht unwesentlich für den Handel dieser Zeit. Viele Waren, insbesondere Naturalien, kamen eben schlicht aus dem Osten. Beispielsweise, wenn man hier an Felle denkt, an beispielsweise bestimmte Rohstoffe, die sind schon damals in Osteuropa im heutigen Russland abgebaut worden, nach Westen gehandelt und dort dann eben umgearbeitet worden. Und das ist im Wesentlichen damals über das Baltikum geschehen. Und dieser baltische Ordensstaat, der sich also genau in dieser Region erstreckt hat, die zwischen Osteuropa zum einen und Mitteleuropa zum anderen liegt, hatte da natürlich eine sehr günstige Lage, in Verbund damit, dass es dann auch noch deutsche und skandinavische Siedler waren, die dort die ganzen Städte gegründet haben, hat er dicht mit der Hanse zusammengehangen und das Ergebnis dessen ist dann schlussendlich gewesen, dass dieser Ordensstaat, der also mal im Baltikum vorhanden gewesen ist, eine insgesamt relativ große Bedeutung hatte in einem historischen Kontext eben, ja, wirtschaftlich und schlicht und ergreifend auch in dem ökonomischen Rahmen dieser Zeit. Und dieser Ordensstaat, der also zum einen eine, haben wir ja schon besprochen, militärische, nicht Supermacht, aber schon ein Schwergewicht war, dann eben über die Hanse und die Handelsbeziehungen darüber hinaus ökonomisch und eben auch über seine Legitimierung eben durch den christlichen Glauben in einem gewissen Sinne auch politisch eine Supermacht gewesen ist, oder wie gesagt, mindestens ein Schwergewicht in dieser Region, der hat natürlich sowohl Verbündete als auch Feinde gehabt und dementsprechend ist das nicht immer ganz einfach gewesen, diesen Staat zu manövrieren. Der Ordensstaat selbst ist, eben dadurch, dass es sich um einen Ritterorden gehandelt hat, der den verwaltet hat, so organisiert gewesen, dass man eine Ritterschicht hatte, die sozusagen an der Spitze von diesem Staat stand und meistens auch auf
lokaler Ebene, dann zum Beispiel durch lokale Balleien, also Zusammenschlüsse von lokalen Rittern oder Ordensburgen, auf einer kleineren Ebene gehandelt hat. Und dann sich eben auch noch im weltlichen und bürgerlichen Bereich durch die Städte und klerikale Herrscher legitimieren lassen hat. Aber ganz an der Spitze von diesem Ordensstaat stand der sogenannte Hochmeister, der also sozusagen sowohl innerhalb des Staates selbst als auch innerhalb des Ordens das höchste Amt eingenommen hat und dementsprechend das größte Sagen hatte. Und diese Tradition, dass das so geregelt ist, die ist im Grunde schon uralt gewesen. Noch bevor es den Ordensstaat im Baltikum gegeben hat, haben sich die Deutschritter nämlich ursprünglich während der Kreuzzüge ins Heilige Land formiert, in Jerusalem und Arken damals noch, oder Arkon heißt glaube ich die Stadt, wo sie ursprünglich ihre erste Burg hatten. Aber die hat sich eben über diese Zeit hinaus konserviert und dann eben auch in diesem Staat ausgedrückt. Und dementsprechend stand an der Spitze von diesem Ordensstaat aber immer der Hochmeister. Also das ist ja im Prinzip ganz logisch, wie so ein Orden an sich funktioniert. Und das ist da eben auch in Staatsdoktrin gegossen gewesen. Und im Grunde seit Hermann von Salza, der also der erste Hochmeister war, der dort nachhaltig einen Staat begründet hat in dieser Region, im Grunde seit ihm ist es so gewesen, dass dieses Prinzip dieser Verwaltung dieses Staates so funktioniert hat und sich eben an diesen Ordensstrukturen orientiert hat. Und währenddem also der Ordensstaat so richtig in Fahrt gekommen ist, bereits im frühen 13. Jahrhundert, hat er aber natürlich mehrere Jahrhunderte bestanden, fast ein halbes Jahrtausend lang, und sein Zenit sollte er dann schlussendlich so im frühen 15. oder besser gesagt dem späten 14. Jahrhundert erreichen. Also sagen wir mal so grob um das Jahr 1400 oder 1400 bis 1425 in etwa. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Genau, aber wer eben so einen gewaltigen Staat verwalten will, die Karte wird ja dann auch an entsprechender Stelle eingeblendet werden hier im Podcast, der muss auch sozusagen diesen Riesen, der ja an sich erstmal nicht auf tönernen Füßen steht, aber natürlich trotzdem sich nicht nur Freunde macht, irgendwie manövrieren können. Und damit so ein Staat überhaupt erstmal in sein Zenit gestellt werden kann, muss man auch erstmal festhalten, ist es nun mal schlicht und ergreifend so, dass es geschickter Politik bedarf. Und wenn so ein großer Staat denn dann wirklich mal den Punkt erreicht hat, an dem er sozusagen territorial, wirtschaftlich und politisch im Zenit seiner Macht steht, also an seinem Höhepunkt ist, dann sagt man in der Regel, dass dem sehr viel Arbeit zum einen vorausgegangen sein muss, aber zum anderen auch der Herrscher selbst, der eben in dieser Zeit regiert, dann doch die eine oder andere Kompetenz besessen haben muss, die sozusagen den Staat an diesen Punkt gebracht hat. Und den Mann, der das sozusagen für den Deutschordensstaat gewesen ist, den wollen wir uns heute mal angucken und uns vielleicht auch anschauen, warum er eventuell so ein bisschen ein historisch zum einen unterschätztes, und das ist dann eine andere Deutung, die wir aber später besprechen werden, vielleicht sogar überschätztes Genie gewesen ist, und uns dementsprechend die Geschichte des Konrad von Jungingen anschauen. Ja, Konrad von Jungingen hat eine Biografie hinter sich gebracht, die gar nicht so unüblich für viele Deutschritter war. Der Deutschritterorden hat nämlich ursprünglich so funktioniert, dass man vor allem junge Ritter aus Niederadel, die aus Niederadelsverhältnissen kamen, angeworben hat, die dann sozusagen als Ritter in seinen Orden eingebunden hat und die dann in den Verwaltungsapparat aufgenommen wurden. Währenddem die allermeisten wahrscheinlich schlicht und ergreifend Ritter geblieben sind, die Truppen kommandiert haben, gekämpft haben, lokale Verwaltung betrieben haben, gab es auch einige andere, die dann natürlich mit der Zeit aufgestiegen sind, lokale Vereinigungen von diesen Rittern und Verwaltungszentren wie Balleien geleitet haben und dann schlussendlich auch solche, die in den hohen Räten drinne gewesen sind und schlussendlich eben Hochmeister werden sollten. Und Konrad von Jungingen kam ursprünglich auch aus einer relativ armen, oder da muss dazu gesagt sein, relativ, denn das ist ja das späte 14. Jahrhundert gewesen, in dem er geboren wurde, aus einem auf jeden Fall nicht hochadeligen Verhältnis. Er ist sozusagen dem Niederadel entstammt gewesen. Seine Familie hatte eine kleine Burg, die wohl in der Nähe des heutigen Bodensees gelegen haben soll. Da gibt es, glaube ich, auch eine etwas genauere Verortung dessen, wobei die Burg, auf der er geboren wurde, auch nicht mehr steht. Und im Grunde dementsprechend, dass er auch nicht allzu aus hohen Verhältnissen stammend gewesen ist, um es vielleicht einfach mal so zu formulieren, ist es auch so, dass man nicht mehr genau weiß, wann er geboren wurde.
sondern das aus heutiger Sicht wohl nur noch abgeschätzt werden kann, dass er wohl um das Jahr 1355 zur Welt gekommen ist, irgendwo in Süddeutschland. Und Konrad von Jungingen, der also Süddeutschland, das ist ja damals schon relativ dicht besiedelt gewesen, bis zu einem gewissen Grad Kleinstaaterei, aber die Karrierechancen, die sind dafür so einen jungen Ritter aus Niederadel jetzt nicht unbedingt allzu groß gewesen, es sei denn, man hat sich irgendjemand anders unterworfen, aber das wollte man ja auch nicht unbedingt. Ja, Konrad von Jungingen ist dann eben aus dieser Situation heraus, dass da unten nicht mehr viel zu holen war, das könnte eine Motivation gewesen sein, was das am Ende genau war, das weiß man nicht mehr, hat er sich aber den Deutschrittern angeschlossen und ist sozusagen ins Baltikum, in diesen Ordensstaat gezogen und hat dort dann relativ schnell begonnen, zum einen Karriere zu machen und zum anderen sich zu bewähren. Denn die Deutschordensritter, die hatten, wie gesagt, konstante Feinde, hatten mit ihrer Nachbarschaft konstant irgendwelche Probleme und da hat es sozusagen immer jemand gebraucht, der anpacken konnte und ja, sozusagen sich beweisen wollte, zum einen und zum anderen auch in der Lage gewesen ist, ja, beispielsweise sich im Kampf hervorzutun. Konrad von Jungingen hat das vielleicht auch zu einem gewissen Grad gemacht, aber was ihn vor allem ausgezeichnet hat, das ist ein großes verwalterisches Geschick gewesen. Denn Konrad von Jungingen hat wohl relativ früh eine Ballei übernommen im heutigen Ostpreußen, also eine Vereinigung von Rittern, eine lokale Burg, ein lokales Verwaltungszentrum und hat das eben aufgebaut, hat sich da bewährt und sich dementsprechend sehr schnell einen Namen gemacht und ist also, obwohl er aus relativ einfachen Verhältnissen kam, sehr gut innerhalb von diesem Staat aufgestiegen und ja, konnte sich dementsprechend auch gegenüber den anderen Rittern profilieren. Er hat sich diesen Namen also zum einen dadurch gemacht, zum anderen natürlich über die Jahrzehnte wahrscheinlich ausgebaut und wenngleich er möglicherweise im Jahr 1355 geboren worden war, vielleicht auch erst im Jahr 1360, man weiß es wie gesagt nicht, ist er dann schon im Jahr 1393 zum 25. Hochmeister des Deutschordens geworden und hat in der Folge dann die Marienburg bezogen. Ja, die Marienburg, das sei hier vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, ist die größte originelle Burganlage der Welt, die es heute noch gibt. Also mittelalterlich im Sinne von europäisch, da ist es tatsächlich die größte. Ist natürlich eine von den Deutschordensrittern gebaute Burg gewesen, historisch in Ostpreußen gelegen gewesen. Über die Jahrhunderte ganz klar deutsch assoziiert gewesen. Heute wird man sie aber nur noch bedingt unter ihren deutschen Namen finden, denn sie ist heute unter polnischer Verwaltung stehend und ja, lautet auf den Namen Malbork. Ja? Und dementsprechend also heute nicht mehr zu Deutschland gehörig. War aber auch damals schon eine sehr beeindruckende Anlage, die sich ihren Namen definitiv gemacht hatte und auch über den Ordensstaat hinaus so eine gewisse Mystifizierung und Bekanntheit hatte. Also mitunter sind sogar Ritter aus England gekommen, um sich diese Marienburg anzusehen, um sozusagen bestätigen zu können, ob das wirklich wahr ist, was man da so alles drüber erzählt. Und das ist sozusagen der Sitz gewesen, den Konrad von Jungingen dann bezogen hat, die größte mittelalterliche Burg der Welt, die es damals gegeben hat. Und von dort aus hat er dann diesen Ordensstaat, der er damals auf seinen Zenit zugesteuert hat, verwaltet. Und Konrad von Jungingen ist es in diesem Rahmen gelungen, wirklich einige sehr interessante, ja, verwaltungstechnische Schritte zu machen, die eben dafür gesorgt haben, dass so dieser Höhepunkt des Ordensstaates erreicht werden sollte und die ihn vielleicht auch so ein bisschen von seinen Vorgängern zum einen und seinen Nachfolgern zum anderen abheben und eventuell auch so ein bisschen seine Position in einer Reihe mit großen anderen historischen Persönlichkeiten unterstreichen könnte. Denn wie das bereits gesagt wurde, Konrad von Jungingen ist bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich pragmatisch gewesen. Also er ist nicht wirklich doktrinär verblendet gewesen. Er wurde wohl als relativ, ja, man möchte im Grunde sagen, relativ sinnhafter, verständiger Mensch beschrieben worden. Also jemand, der vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad ein Pragmatiker gewesen ist. Und das sind eben so Qualitäten gewesen, die ihn wahrscheinlich auch in seinem Werdegang, ja, mehr oder weniger bestärkt haben und eben auch dafür gesorgt haben, dass er eben diesen politischen Koloss, der ja der Ordensstaat war, so relativ gut in Bahn gelenkt hat. Das Erste, was Konrad von Jungingen gemacht hat, ist, dass er erstmal einige Konflikte, die bestanden haben, ausgeräumt hat. Sondern es hat nämlich auch damals schon so ein, zwei Spannungen zwischen dem Bürgertum zum einen gegeben und zum anderen eben auch dem Ordensstaat. Denn
Das Bürgertum, das ist natürlich im Spätmittelalter eine aufstrebende Schicht gewesen, eine aufstrebende Klasse, wenn man so möchte, die ihren Platz haben wollte. Und im Wesentlichen über die Hanse hat es Konrad von Jungingen geschafft, sozusagen die wieder an den Ordensstaat selbst zu binden und dabei und darüber eben auch dafür zu sorgen, dass dort erstmal ein sehr großes Konfliktpotenzial, das später wieder aufkeimen sollte nach seinem Ableben, ja, in die Schranken gewiesen wurde und der Ordensstaat sozusagen das Ganze nochmal parieren konnte. Zum einen das und zum anderen eben auch dadurch, dass man sich mit der Hanse, wie gesagt, wieder enger vernetzt hatte, hat das natürlich auch wirtschaftlich dem Ganzen genutzt, dem Staat. Und generell hat er auch dafür gesorgt, dass beispielsweise das Bürgertum auf verschiedenen Ebenen gestärkt und geschützt wurde. Beispielsweise auch im Bereich der Bildung, aber das vor allem später sollte er investieren. Und darüber hinaus auch gewisse bürgerliche Freiheiten dahingehend schaffen, als dass bestimmte Städte ernannt wurden, was hier eben, wie gesagt, einiges an Konfliktpotenzialen, die es vorher gab, ausgeräumt hat. Etwas, das hier mit reingespielt hat, das war wahrscheinlich eine Kampagne, die dann unter Konrad von Jungingen im Jahr 1398 durchgeführt wurde. Es war nämlich im Jahr 1398 noch der Zustand gegeben, dass die Insel Gotland, die also mitten in der Ostsee gelegen gewesen ist, von Piraten besetzt wurde. Um das vielleicht nochmal kurz vorzuzeigen, welches Vorspiel es da gab. Die Hanse hatte ja so berühmt-berüchtigterweise Konflikte mit anderen Handelsbünden und anderen Städten und die hatten damals Piraten finanziert. Störtebeker wäre hier das Stichwort. Und Störtebeker selbst hat vor allem in der Nordsee gewirkt, aber eben dadurch, dass sich das so hochgeschaukelt hatte, die Konflikte zwischen den Städten selbst zum einen und eben auch, dass man den anderen unbedingt was auswischen wollte, zum anderen ist dieses Piratenproblem am Ende größer geworden, als es eigentlich normalerweise hätte werden können. Und dadurch ist es eben den Piraten gelungen, auch über Störtebeker hinaus relativ große Kapazitäten aufzubauen und sozusagen, ja, eben Strukturen zu etablieren, die über die Person Störtebeker hinausgingen, was so ein bisschen ein unterschätzter Teil der Piratengeschichte der Nordsee ist. Und als dann Störtebeker weg gewesen ist, sind diese Piraten, die ursprünglich in der Nordsee unterwegs waren, Richtung Osten gezogen, durch die Ostsee durch und haben dann die Insel Gotland besetzt, die nach einem Konflikt zwischen Schweden und Dänemark relativ, ja, leichte Beute für sie war. Und haben eben dort ihr Quartier aufgeschlagen und dann von dort aus ihre Piraterie weiter betrieben, nur halt in der Ostsee und ohne Störtebeker. Und dadurch eben den Handel, den die Hanse dort betrieben hatte, der für die bürgerlichen Städte wichtig gewesen ist, quasi unmöglich gemacht und eben von dieser Basis Gotland aus dafür gesorgt, dass auch die baltischen Besitze des Ordensstaates, also Kurland, Livland, Estland, gefährdet gewesen sind. Und das war eben etwas, dem ja, Konrad von Jungingen relativ entschlossen entgegengetreten ist. Insofern, als dass er nämlich in diesem Jahr, also 1398, schlussendlich eine Kampagne gegen diese Piraten unternehmen sollte, die dann auch dazu geführt hat, dass sie ein für alle Mal besiegt wurden und Gotland unter die Kontrolle des Ordensstaates gekommen ist. Das hat natürlich zweierlei gute Aspekte gehabt für den Ordensstaat. Zum einen war der Handel wieder sichergestellt, der Hanse. Zum anderen hatte man aber auch Gotland unter seiner Kontrolle. Und wie das schon bei den Piraten ein wesentlicher Faktor gewesen ist, Gotland ist mitten in der Ostsee gelegen, also ein perfekter Stützpunkt im Grunde. Und es galt, wer sozusagen in der Lage ist, gleichermaßen das Baltikum wie Gotland zu kontrollieren, der würde effizient den Ostseehandel kontrollieren. Ganz so einfach ist es natürlich nicht historisch gesehen. Aber das ist auf jeden Fall schon dahingehend richtig, als dass Gotland eine sehr zentrale Rolle, insbesondere mit dem Hafen von Visby, gespielt hat. Und dass der Ordensstaat nun eben Gotland beherrscht hat und damit sozusagen diese Vormachtstellung im Ostseeraum weiter ausgebaut hat. Und dass das natürlich auch etwas war, das der Hanse zugute kam. Und insofern ist das also eine der Interventionen gewesen, die grundlegend schon mal sehr sinnvoll gewesen ist, als dass es eben kein weiterer Krieg gewesen ist, den man gegen einen östlichen Nachbarn geführt hat, der dann meinetwegen nur dazu geführt hätte, dass ja meinetwegen eine zusätzliche Front entstanden wäre, sondern dass das also sehr sinnhaft auch im ökonomischen und politischen Sinne gewesen ist. Im Gegenzug hat das natürlich auch die schwedischen und dänischen Einflüsse, die es in dieser Region gab, nachhaltig geschwächt. Das, denke ich, kann an dieser Stelle mit dazu gesagt sein. Ja, ein weiterer politisch eigentlich ganz sinnvoller Schachzug, den er hinbekommen hat, das ist dann gewesen, dass man ja mit den östlichen Nachbarn die Konflikte nicht beendet hat, aber ihnen zumindest eine Spitze genommen hat.
Der Deutschordensstaat ist in so einer relativ leidenschaftlichen Konkurrenz mit einigen litauischen Stämmen und dem Königreich Polen gewesen und dementsprechend gab es da relativ großes Konfliktpotenzial. Wir wissen, dass, ich denke, die meisten von uns wissen es, der Grund dafür, dass der Deutschordensstaat später delegitimiert werden sollte, also der römisch-katholische Papst hat am Ende dem Anliegen der Deutschordensritter seine Legitimität abgesprochen. Aber der Grund dafür war schlussendlich, dass so eine polnisch-litauische Koalition in den Ordensstaat eingefallen ist und sozusagen ja, mit einer materiellen Übermacht Teile davon besetzt hat. Ist aber an sich ein anderes Thema. Allerdings gab es die Grundlagen für diesen Konflikt schon damals oder sozusagen immer noch. Und Konrad von Jungingen ist es zumindest gelungen, dem Ganzen eine Spitze zu nehmen, insofern als dass man eine relativ feste Grenzziehung etabliert hatte und dass er es geschafft hatte, Niederlitauen als einen offiziellen Teil des Ordensstaates anerkennen zu lassen. Was wiederum bedeutet hat, dass der Ordensstaat, dessen baltische Landbesitze wiederum etwas von dem preußischen Gebiet isoliert gewesen sind, ja, territorial kompakter gewesen ist und eben auch diese Landbrücke, die man andernfalls durch die litauische Küste um Polan gehabt hätte, so nicht vorhanden war, eben weil Niederlitauen so gesehen jetzt ein Teil vom Ordensstaat war. Im Gegenzug hat sich Konrad von Jungingen Polen betreffend und auch das weitere Litauen betreffend zu anderen Kompromissen bereit erklärt, die aber eben dafür gesorgt haben, dass der Staat an sich territorial und politisch gefestigter wurde und im Gegenzug zumindest dieser Konflikt mit Polen nicht weiter übergekocht ist. Im Jahr 1402, das ist dann sozusagen 4 Jahre später nach der Eroberung von Gotland gewesen, hat Konrad von Jungingen dann auch den meines Kenntnisstands nach letzten Territorialerwerb vorgenommen. Und das ist nämlich der Erwerb der Neumark gewesen und auch historisch also eine sehr relevante Entscheidung, die da schlussendlich drangehangen hat. Warum ist das denn jetzt aber sozusagen neben einem rein territorialen Erwerb relativ wichtig gewesen? Naja, dadurch, dass man die Neumark erworben hat, die wiederum ja im historischen Brandenburg lag, heute ist sie unter polnischer Verwaltung stehend, dadurch ist es möglich geworden, eine Brücke in das Heilige Römische Reich selbst zu schlagen und sozusagen auch territorial im Heiligen Römischen Reich präsent zu sein und sich da auch als sozusagen Landmacht zu etablieren. Und das ist insofern eben auch etwas sehr Wichtiges gewesen. Im Gegenzug sollte es auch der initiale Erwerb der Neumark später sein, der dafür gesorgt hat, dass die Hohenzollern später dieses Preußen errichten sollten, das es dann im späteren Kontext gegeben hat und ja schlussendlich initial auch ziemlich entscheidend für die Bildung des deutschen Staates gewesen sein sollte, also zumindest des Nationalstaates Deutschlands. Und das ist eben auch ganz relevant, wenn man sich dann später noch die Geschichte Preußens, Ostpreußens und so weiter und so fort anschaut. Nachdem dann aber sozusagen dieser territoriale Zenit, das war ja faktisch der territoriale Zenit, den der Ordensstaat unter Konrad von Jungingen hatte, nachdem der erreicht gewesen ist und da sozusagen über die politische Notwendigkeit kein Grund mehr für Agitation bestanden hat, hat er sich sozusagen vor allem den inneren Fragen gewidmet innerhalb des Ordensstaates und beispielsweise, wie das schon vorgeklungen ist, relativ große Mittel aufgewendet, um zum einen Städte zu gründen, beispielsweise Sensburg, eine Stadt in Ostpreußen, heute unter polnischer Verwaltung stehend, wurde unter ihm gegründet. Er hat das Kulturwesen sehr stark gefördert und auch insgesamt beispielsweise die Schrift und das Schriftwesen im Ordensstaat ausgebaut und insofern sowohl eine politische als auch kulturelle wie im Grunde auch geopolitische Blüte dieses Staates geschaffen. Und das ist im Grunde, wie gesagt, dann halt noch das gewesen, was er das letzte halbe Jahrzehnt bis zu seinem Tod schwerpunktmäßig betrieben hat. Und im Grunde, das ist eine sehr solide Arbeit gewesen, die man ihm da vor allem historisch gerne attestiert hat, was diesen Ordensstaat betrifft. Auch von Zeitgenossen ist er wohl als ein mehr oder weniger liebenswerter Mensch beschrieben worden. Das sind natürlich etwas, ja, wülste klingende Worte, wenn man das mal so sagen möchte. Inwiefern das jetzt der historischen Korrektheit entspricht, sei auch mal dahingestellt. Aber zumindest die Zeitgenossen haben wohl auch relativ positive Töne über ihn verloren. Und das ist ja vielleicht auch ein Argument, das man gegebenenfalls hiermit aufgreifen und anführen kann. Wenngleich da natürlich, ne, im Endeffekt, was weiß man über jemand, der vor 500 Jahren gelebt hat. Und in einem gewissen Sinne kann man vielleicht sagen, dass er der größte oder eventuell im Mindesten einer der größten Deutschordensritter war, der als Hochmeister jemals sein Amt besetzt hat.
eben weil er es am Ende wirklich geschafft hat, diesen Staat relativ gut zu verwalten und auch in seinen Zenit zu stellen. In einem gewissen Sinne kann man ihn vielleicht auch so der Persönlichkeitsstruktur nach etwas vergleichen mit so anderen, beispielsweise historischen Personen, die eine bestimmte Verwaltungskompetenz zum einen, aber Expansionskompetenz zum anderen hatten. Beispielsweise im historischen Kontext soll er mal mit Augustus verglichen worden sein. Das ist natürlich alles etwas hochgegriffen. Augustus hat am Ende das Römische Kaiserreich geleitet und Konrad von Jungingen ein Ordensstaat. Auf der anderen Seite kann man da aber, denke ich, auch festhalten, dass es nun mal so ist, dass da schon auf der einen oder anderen Art und Weise etwas dran sein könnte, wenn man sich eben so gewisse Ähnlichkeiten, was das angeht, anschaut. Heutzutage wird da Konrad von Jungingen natürlich auch ganz gerne mal kritisch betrachtet, eben weil er aufgrund dieses Geschickes, das er in der Ostpolitik hatte oder generell im baltischen Raum der Politik hatte, auch zu NS-Zeiten gar keinen schlechten Ruf gehabt hat. Also man hat beispielsweise Schiffe nach ihm benannt, Statuen gab es von ihm, glaube ich, auch. Und dementsprechend also sogar in Ostpreußen bis zu einem gewissen Grad Lehrstoff gewesen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und dementsprechend beurteilt man ihn also heute sehr gerne auch mal wieder kritisch, wenngleich er natürlich weitestgehend vergessen ist, was sozusagen die Bearbeitung von diesem Stoff bisher noch relativ überschaubar macht. Das sieht dann meistens so aus, dass man irgendwie die These so umformuliert, dass es ihm im Endeffekt nur gelungen wäre, die Probleme, die später sein Bruder, der ihn als Ordensmeister folgen sollte, Ulrich von Jungingen, sozusagen die Schwierigkeiten bereitet hat und dass es ihm eben nur gelungen wäre, diese Probleme aufzuschieben und sozusagen unter den Teppich zu kehren, obwohl sie schon viel zu groß gewesen wären. Oder dass er beispielsweise gewisse politische Entscheidungen hin nur auf Druck von außen hin getroffen hätte. Also beispielsweise der Erwerb der Neumark wäre nur geschehen, weil das ja sonst polenfreundliche Kräfte besetzt hätten. Oder ihm wäre schon klar gewesen, dass man in Litauen den Krieg hätte nicht mehr gewinnen können gegen die Litauer, was meines Erachtens nach sehr fraglich ist. Und das wäre im Endeffekt ein Kompromiss zu seinen Ungunsten gewesen. Schlussendlich wäre genau dasselbe auch mit Gotland der Fall gewesen. Also man hätte nicht gewollt, dass die Schweden oder Dänen das wieder haben. Und insofern versucht man da also sein Erbe gerne mal etwas umzustilisieren oder auch, dass die Städtegründungen oder da die Förderung des Kulturwesens im Endeffekt völlig überfällige Reformen gewesen wären, die auch nur dazu geführt haben, dass sich das Bürgertum bestärkt gefühlt hat und dann später sozusagen gegen Ulrich von Jungingen, also sein Bruder, erstmal in voller Linie agitieren konnten. Das sind natürlich Einschätzungen, die ich persönlich nur in Teilen so mittragen würde. Ich denke, das ist ein Stück der Wahrheit. Man kann es vielleicht als so ein Teil des Prozesses sehen, der dazu geführt hat, dass er da eventuell an ein, zwei Stellen ja nicht ganz so adäquat reagiert hat, wie man das hätte tun können. Andererseits würde ich die so auch nicht komplett teilen. Ich möchte sie ja aber der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal angemerkt haben. Nicht, dass es am Ende heißt, dass ich hier irgendwas unterschlagen oder glorifizieren wollte. Genau. Das sei also am Ende nochmal angemerkt. Wer diese Kritiken nochmal vertieft haben möchte, kann sich das, denke ich, auch in entsprechender Literatur ansehen. Da muss man nicht lange suchen, da wird man Kritiken finden. Und genau, im Wesentlichen dazu und dann eben, dass diese Geschichte mit dem Tod von Jungingen im Jahr 1407 endet, wäre es das im Grunde schon gewesen. Genau. Das war heute also mal wieder ein kleiner Abstecher in die deutsche Geschichte und im nächsten Podcast wird es dann mal wieder mit der Antike oder der Vorantike, wenn man das so nennen möchte, weitergehen. Und zwar werden wir dann mal einen Abstecher nach Mesopotamien machen und uns angucken, was das möglicherweise erste Imperium der Menschheitsgeschichte gewesen sein könnte, wer es begründet hat, was seine Geschichte war, was da dran ist und welche Fragen damit verbunden sind. Und dementsprechend würde ich sagen, dass wir uns dann in diesem zweiten Podcast, der nächste Woche erscheinen wird, wiedersehen. Okay, ich wünsche euch dementsprechend natürlich noch eine geschäftige Restwoche, ein frohes Schaffen und ich würde mich wie immer freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.